Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen etwas anderen Amazon-Haul für dich und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wir gehen einfach so ein bisschen durch mein Amazon-Konto durch und ich zeige euch hier jetzt nicht die Produkte, die ich gekauft habe, sondern ich blende euch Sequenzen ein, von wo sie jetzt gerade im Einsatz sind. Habe ich das Licht hier eigentlich angemacht? Ja. Genau, weil alles, was ich quasi bei Amazon bestelle, ist dann auch direkt bei uns in Beschlag genommen, ne? Und dementsprechend, ja, habe ich mir jetzt gedacht, ich brauche jetzt nicht in meinen ganzen Raum mit irgendwelchen Sachen zustellen, mit irgendwelchen Auflagen, Boxen oder sonst irgendwas. Dann mache ich das nämlich lieber so, dass ich euch das dann am Ort des Geschehens selber zeige. Ich glaube, das ist auch eine ganz coole Möglichkeit, das zu machen, denn ja, es ist irgendwie ein bisschen praktischer, ne? Es ist kunterbunt, also wir bestellen da alles Mögliche, sowohl, also Tierfutter bestellen wir da, wir bestellen Interior-Sachen, wir bestellen dies, das, Ananas, alles Mögliche. Fashion habe ich da auch schon ein bisschen bestellt und ja, ich würde sagen, ich rutsche zusammen. Nein, Quatsch, ich kann das am besten im Querformat aufnehmen, oder? Ich weiß nicht, ich mache so und dann kann ich euch das hier im Hochformat einblenden. Ich glaube, das ist schöner, dann seht ihr nämlich auch diese Visage. Ich habe lang genug an diesem Make-up gesessen. Zuallererst habe ich eine neue Wickeltischauflage für Julius bestellt, weil die, also das ist jetzt schon die zweite, die hat bei uns wirklich nur ein halbes Jahr gehalten. Ich habe sie jetzt aber trotzdem nochmal genauso nachbestellt. Es ist einfach so, dass ich die super praktisch finde, weil die halt wasserdicht ist. Also das ist halt einfach praktisch, Leute, ganz einfach. Und ja, er hat es aber irgendwie hingekriegt, dass unten ganz vorne das alles aufgerissen ist und das Innenleben rauskam. Und deswegen habe ich die jetzt neu bestellt. Und als ich die jetzt auch neu im Einsatz hatte, muss ich wirklich sagen, er hat die ganz schön durchgelegen. Naja, es spricht dann nicht für die höchste Qualität. Die soll, glaube ich, original 45 Tacken kosten. Ich habe die jetzt im irgendwie Angebot für 19 Euro irgendwas gekauft. Ja, weiß nicht, ob ich die empfehlen würde. Ich finde die auf jeden Fall sehr praktisch für unsere Zwecke. Wenn man ein so aktives Baby hat wie Julius halt, dann ist es vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Dann kommen wir zum nächsten und zwar habe ich Mera Pure Sensitive Fresh Meat, bla bla bla, also Hundefutter für Sammy bestellt. Ich habe noch ein anderes für ihn, was wir sonst immer hatten, was mit sehr hohen Faserstoffen auch drin ist, was auch gut für seine Verdauung war. Der junge Mann ist jetzt aber 8,5 Jahre alt und so langsam kann man auch einfach mal die Futterumstellung machen auf Seniorfutter. Das heißt, die Bröckchen sind dann ein bisschen kleiner, es ist einfacher zu kauen, es ist auch einfacher, das Ganze zu verdauen. Und ganz nebenbei bemerkt, sieht der Hund da vorne drauf abgebildet, ist einfach genauso aus wie Sammy, nur halt irgendwie mit spitzen Ohren und puschigerem Fell. Deswegen musste das sein. Dann kommt jetzt tatsächlich demnächst bei uns an, das hatte ich oder habe ich in so einer Art Abo-Geschichte ist das. Die Feuchttücher für Julius auch mit drin. Das sind die von der Amazon-Eigenmarke. Die finde ich persönlich ganz gut. Es scheiden sich ja die Geister, soll man Feuchttücher verwenden oder nicht. Wir haben auch verschiedene aus der Drogerie und so ausprobiert. Die hat er nicht so gerne gemocht. Die verträgt er sehr, sehr gut. Wir verwenden die aber auch nicht ständig, ne? Also da nehmen wir auch gerne mal einfach einen Lappen mit Wasser. Dann habe ich von Be Good eine Propolis-Salbe bestellt. Die habe ich auch schon in Anwendung und die finde ich toll. Ich habe immer eine Propolis-Salbe hier und jetzt als Salbe ist es halt für alles Mögliche super geeignet, was Erwachsene halt haben. Ich glaube, Babys oder Kinder dürfen das, glaube ich, noch gar nicht so nehmen. Ich habe das in reger Anwendung für kleine Wunden. Die verschließen sich einfach viel schneller dadurch. Dann habe ich ein paar Geschenke für den Vatertag bestellt. Das brauche ich jetzt aber nicht einblenden. Die Relax Days Müllpresse, die habe ich noch nicht eingebaut. Also ich habe sie zusammengebaut, habe auch ein bisschen was reklamiert, weil da ein Prümpel gefehlt hat. Ich glaube, ich kann euch das noch nicht in Anwendung einblenden, aber halt das Bild an sich kann ich euch mal einblenden. Macht auf mich jetzt auf den ersten Eindruck jetzt einen nicht ganz so guten Eindruck. Das muss noch ein bisschen weiter getestet werden. Es ist vor allem jetzt ganz gut für den Restmüll, ne? Dass man das halt nehmen kann. Das spannt man halt in den Mülleimer rein und dann kann man drauf und dann also komprimiert man den Müll quasi. Fand ich ganz gut, hat Schatz hier empfohlen. Für den Papiermüll kann man es halt auch nehmen und das kannst du halt auf jeden Müll draufsetzen, also auf jede Mülltonne so. Und das fand ich auch ganz nice. Und das soll halt nicht so krass komprimiert werden, dass die Müllabfuhr das quasi nicht mehr rauskriegt, aber halt so, dass du keine
unnötig große Luft oder so drin hast. Klar, Papiermüll mache ich so oder so immer klein oder bringe es halt direkt zum Werkstoffhof. Aber gerade was so Restmüll angeht, ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Dann habe ich die Milupa Milumil Pri nachbestellt. Immer wieder eine gute Geschichte. Verträgt Julius super, kann ich auch wirklich empfehlen. Und ich kaufe die mal auf Amazon, mal bei Rossmann, mal im DN, je nachdem, wo ich gerade bin, wenn ich das brauche. Dann habe ich bestellt das Lash Cocaine. Das ist ein Wimpernserum, das hat der Melo Flori vorgestellt bzw. empfohlen. Und ich habe ja normalerweise das Grande Lash Wimpernserum in Einsatz. Da kriegt ihr auch aktuell, glaube ich, müsste noch immer gültig sein, ne? Bei Purish 20% Rabatt auf alles. Schaut da super gerne mal vorbei. Ich kann euch nämlich das Grande Lash Wimpernserum definitiv mehr empfehlen als das Lash Cocaine. Dann habe ich mitgenommen bzw. bestellt die Galaxy Buds 2 Version EU. Jo, auch die hatte Melo Flori empfohlen. Also ich habe hier so ein paar Sachen bestellt, die halt Richtung Malaga gingen. Ihr merkt das, ne? Und dann saß ich halt mit ihr auch zusammen und dann habe ich das bei ihr gesehen und dann habe ich mir gedacht, ach, wie cool. Und habe ich dann auch zum Beispiel über ihren Link nachbestellt, denn sie hat es genauso wie ich, dass sie bei dem Amazon-Partner-Net auch mit angemeldet ist. Das heißt, wenn ihr Produkte nachbestellen möchtet, die ich euch hier vorstelle, schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch alles verlinkt. Das sind Affiliate-Links, das heißt, ich bekomme da auch eine kleine Provision von. Dadurch wird es für euch aber nicht teurer, ne? Also schaut gerne vorbei, wenn ihr möchtet. Die finde ich gut von der Klangqualität und auch von der Reichweite her. Ich mag die sehr gerne, fand die ganz schön teuer, muss ich sagen. Aber ich finde sie wirklich gut. Also es sind ja wirklich dann Bluetooth-Kopfhörer, also kabellose Kopfhörer. Das heißt, ich kann mein Handy irgendwo in der Wohnung liegen haben und lasse dann einfach YouTube-Videos im Hintergrund für mich laufen, wie so ein Podcast. Und ich lieb's. Ich finde es wirklich klasse. Und ja. Finde die großartig. Ich freue mich sehr, dass ich die nachgeshoppt habe und jetzt halt auch kabellose Kopfhörer habe. Ist halt auch super beim Putzen und so. Dann habe ich mir Koffergurte mit bestellt halt, ne? Das sind so orangene. Die finde ich ganz gut. Also die hatte ich euch auch gezeigt im Vlog. Und die haben auch gut gehalten. Da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Ich habe jetzt bei meinem Koffer auch 2 Kofferbänder verwendet. Das soll man ja auch wohl. Und da sind jetzt 4 Stück in dem Set drin. Ich mag die gerne leiden. Ich finde, dass man halt auch super schnell den Koffer dann auf dem Band wiedergefunden hat. Wo wir auch dann schon beim nächsten sind, da habe ich mir ein Hartschalen-Kofferset gekauft. Und zwar dieses wunderschöne Blau. Richtig cool. Also ich finde die Koffer toll. Von der Qualität jetzt nicht überragend oder so. Aber für meine Zwecke vollkommen geeignet. Wenn ich jetzt jemand wäre, der super viel reist, ist das vielleicht nicht ganz so hoch von der Qualität her. Aber dafür ist der Preis halt auch relativ niedrig. Ich finde es für meine Zwecke perfekt und ich habe mir halt auch gedacht, naja, im Prinzip hast du 3 Koffer, ein großer für mich, ein mittlerer für Schatzi und ein kleiner für Julius, wenn wir dann irgendwie vielleicht mal irgendwann irgendwo hinfahren. Ne? Dann habe ich Babyphones bestellt, Phone, wenn wir zum Beispiel bei meiner Mama sind oder bei meinem Papa und oder bei Schatzis Eltern, ne? Und Julius dann da irgendwo schläft, dann können wir ja nicht das, was wir hier haben bei uns zu Hause mitnehmen, weil das mit dem WLAN verbunden wird und so weiter. Und dann haben wir halt etwas, was wir einfach so mit in die Tasche packen können, mitnehmen, easy peasy lemon squeezy, und dann haben wir halt immer Julius mit dabei. Ja, so halt. Dann habe ich auch noch bestellt Babyflaschen, so ein Dreier-Set von Nook. Das war halt zu dem Zeitpunkt einfach da im Angebot. Und ich finde, man kann irgendwie gefühlt gar nicht genug Babyflaschen haben. Dann habe ich Babybauchtee von Jovi Tee gekauft. Den finde ich super. Ich finde, dass der auch sehr schön aussieht. Also wenn ich mir halt auch angucke, wie der Tee an sich aussieht, das finde ich einfach total überzeugend. Wenn man da diese Kamillenblüten sieht und diese einzelnen Bestandteile und so und auch dieser Duft, da merkst du einfach, dass es nicht irgendein Zeugs ist, sondern dass es halt wirklich auch sehr natürlich ist und so. Und das mache ich immer in, ja, ne, so ein Teesieb. 3 Portionen mache ich immer fertig an einem Stück und dann kriegt Julius das in 3 Tagen einfach in die Milch mit reingemischt. Super. Kann ich wirklich auch jeder empfehlen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Erwachsenen schmecken könnte. Ja, Nasenspray haben wir bestellt. Ja, das kriegt man halt auch bei Amazon. Deswegen ist das auch mit am Start, ne? Muss auch sein. Dann kommen wir zu der angekündigten Gartenbox, Coll Living Gartenbox. Die Bewertungen, die man einfach immer wieder so liest, sind ja immer relativ durchwachsen. Die wir bekommen haben, gefällt uns richtig gut. Die sieht jetzt natürlich schon ein bisschen dreckig aus, weil es ist Frühling, die Pollen fliegen, ne? Also die Blütenstaubgeschichten haben sich darauf schon abgezeichnet. Ja, doch, gefällt uns. Dann habe ich ein paar Schlafanzüge für Julius bestellt. Da muss ich leider sagen, finde ich die von der Qualität her eher so, weil die halt sehr... Also die sind flauschig von außen so ein bisschen, ne? Aber die sind halt nicht so wirklich atmungsaktiv, was als Übergangsschlafanzug vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Aber ich persönlich muss halt wirklich sagen,
Ja, moin. Ich muss halt wirklich sagen, dass ich die nicht so super finde und ich finde auch die von der Passform her etwas schwierig. Dann habe ich von Fashion You Want drei Teile mir gekauft. Und zwar hatte ich schon mal dieses türkise Teil. Das hatte ich schon mal in einer kleineren Größe mir bestellt und das ist jetzt Oversize, Tüdelü. Ich kann euch die Größen auch mal mit einblenden, ne? Ich finde, dass das wirklich, wirklich schön ist. Ich finde das auch sehr bequem. Es kaschiert auch vielleicht das eine oder andere. Also wenn man vielleicht so ein Erdbeerbauch hat, den ich jetzt zum Beispiel aktuell habe. Es ist eine ganz gute Geschichte. Ja, also ich mag die drei Teile, die ich dort bestellt habe, sehr gerne. Die sind auch sehr frisch von den Farben her, sehr frühlingshaft. Mag ich richtig gerne leiden. Dann habe ich auch noch von Tuk Tam einfach so ein Fünfer-Set Strampler gekauft. Da blende ich euch aber wie eben auch nicht das aus dem Kleiderschrank von Julius ein. Ne? Ja, das sind tolle Strampler. Man muss halt da nur bedenken, dass die kleiner ausfallen. Also im Prinzip habe ich, wenn ich 74 bestelle, eine 68 für Julius. Ne? Das ist halt so das Ding. Aber ich finde die toll. Ich packe die in den Trockner, ich packe die in der Waschmaschine. Easy, funktioniert super. Und ich mag die auch, wie sie sich anfühlen. Und die haben schon eine gute Qualität. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, dann hatte ich mir vor 2 Monaten ungefähr gedacht, dass Julius so langsam Zähnchen bekommt. Bekommt er jetzt. Und da habe ich einmal aus unserem Geburtsvorbereitungskurs von einer mit Schwangeren damals, die Sophila Giraffe als Giraffe bei ihrem Kind gesehen und mir gedacht, oh, interessant, ne? Habe die auch nachbestellt. Die finde ich auch sehr cool und Julius mag die auch sehr gerne leiden. Und also die hat er auch wirklich schon von Anfang an immer wieder in Beschlag genommen und kaut darauf rum. Und das ist total großartig. Also da hat er richtig Freude dran. Und dann habe ich auch noch ein Zweier-Set Kühlbeißringe bestellt. Ja, die hat er so noch nicht verwendet. Die werden wir ihm ab morgen geben, weil heute fing das mit dem Zahn tatsächlich richtig an. Weil die müssen erstmal natürlich in den Kühlschrank. Da ist eine Flüssigkeit in diesem Stern drin. Der wird dann gekühlt und dann ist es ganz angenehm, ne? Weil wenn dann Zähnchen kommen und dann tut das weh und dann, und dann hat er auf jeden Fall was, was er dann zur Kühlung nehmen kann. Dann habe ich ja auch noch die Hakuna-Matte. Die habt ihr jetzt auch schon öfters mal in Vlogs von mir gesehen. Da hatte ich vor 3 Jahren oder so, als ich schon mal was bestellt hatte bei Amazon, auch genau so was schon mal bestellt. Auch von Hakuna Matte tatsächlich. Und dann hatte ich die jetzt wieder rausgeholt, weil ich da natürlich Julius hier Krabbel, leeren Gedönsen drauf aufgebaut hatte und so. Und das fand er so toll, dass ich einfach nochmal so ein Set nachbestellt habe. Kann man auch super aneinander puzzeln, das passt, ne? Das Einzige ist so ein leichter Farbunterschied. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich einfach chargenbedingt so, ne? Aber die finde ich total super und meine Mama sagt auch richtig gut, weil, also du sitzt dann halt drauf und es ist halt nicht frisch von unten, weil wir haben ja überall Fliesen, aber du sitzt halt relativ warm, es ist halt auch gut gefedert, aber halt nicht zu weich. Also ich finde es wirklich toll und da gibt man halt auch einfach ein paar Euro mehr aus dafür, dass man halt so eine Qualität hat, finde ich in Ordnung. Dann habe ich hier für für Sammy wieder von Mira tatsächlich. Pure Sensitive Goodie Snack. Das habe ich mal irgendwann von Marion bekommen. Seitdem kaufe ich die, Entschuldigung, für Julius, ach Quatsch, für Sammy, nicht für Julius, für Sammy immer wieder nach. Mag der richtig gerne, feiert der tatsächlich. Das sind halt so kleine Snacks, aber halt getreidefrei und so. Ist immer eine gute Sache. Dann habe ich wieder ein bisschen was zum Anziehen für mich bestellt. Von Kapschi ist das tatsächlich so ein Darmstrickkleid in Grau. Und das hat, also das finde ich super. Hatte ich damals noch gekauft, als ich gestillt habe. Zum Stillen ist das halt nichts. Da kriegst du halt nicht so wirklich die Hupis für raus. Aber jetzt finde ich, ist es ein ganz tolles Kleid, was man halt super auch so als Frühlingsübergangskleid nehmen kann. Weil du kannst es 1A mit einer dicken Strumpfhose tragen. Du kannst es 1A auch ohne Strumpfhose tragen. Mag ich sehr, sehr gerne leiden und es sitzt auch sehr figurumschmeichelnd. Dann habe ich von Sterntaler einen Babyjungen Overall bestellt, den ich auch sehr schön finde. Also wir verwenden sowas ganz gerne anstelle von einem Schlafsack zum Beispiel, ne? Als es halt noch ein bisschen kälter war, war das eine ganz gute Geschichte. Oder wenn man spazieren geht oder wenn man einkaufen gefahren ist. Jetzt mittlerweile ist es ein bisschen wärmer draußen, aber man sagt ja immer, dass Babys sollen mindestens eine Schicht mehr Kleidung anziehen als die Mutti quasi. Und das heißt, wenn ich dann quasi ohne Jacke rausgehe, kriegt er so ein Ding an oder so. Genau, finde ich auch sehr schön. Und mittlerweile passt es ihm jetzt leider nicht mehr ganz so gut. Das heißt, ich muss da in eine neue Größe nachbestellen. Und er hat jetzt vor ein paar Nächten herausgefunden, wie toll es ist, einen Reißverschluss zu öffnen. Und er lag die ganze Zeit so.
Das war total toll. Dann habe ich einen neuen Wasserkocher nachbestellt von Russell Hobbs, den ich richtig, richtig toll finde, weil der eine Temperaturanzeige hat in digitaler Form und man kann ihm sagen, also das haben wir eingespeichert, dass das Wasser dann auf 40 Grad erwärmen soll. Das heißt, morgens gehe ich hin, mache einmal den Wasserkocher auf 100 Grad, dass einmal das Wasser wirklich komplett durchgekocht ist und über den Tag verteilt, kann ich dann immer wieder sagen, mach mir das bitte auf 40 Grad. Da muss ich nur das Milchpulver in die Flasche machen, Wasser drauf, fertig ist die Laube, dann ist alles tutti und ganz entspannt und man muss sich gar keine Sorgen machen. Es ist einmal für die Küche eine Lampe gewesen. Wir haben so eine etwas, also es ist eigentlich schon eine gerade Küche, aber da ist eine Schräge drin und eben um die Ecke leuchten zu können, hat er dann auch einen extra Strahler dafür geholt oder mit mehreren Partien. Ganz schwierig, sowas zu finden. Eine mit Zug dran, aber die halt irgendwie auch cool aussieht und nicht so eine mega Oldschool-Lampe ist. Auf jeden Fall haben wir da einmal diese mit Zug und ich finde die auch wirklich schön. Dann passend dazu in dem Durchgangsflur, wie auch immer, haben wir eine, die auch etwas industrieller ist. Und ich mag auch gerne, dass man dann diese Lampen sieht mit den Leuchtdrähten quasi. Also eine ganz, ganz coole Geschichte, zumal die auch super zu der Lampe passt, die im großen Wohnzimmer dann quasi groß an der Decke hängt. Und jeder, der ins Wohnzimmer kommt und diese Lampe sieht, sagt, wow, also die ist wirklich bombastisch schön. Also ich mag gerne den Stil von diesen Lampen, wo du diese Viecher siehst, ne? Aber die hängen dann meistens runter, was ich schön finde, so über dem Esstisch zum Beispiel. Aber da wir hier zum einen nicht wissen, wo genau der Esstisch oder ob wir überhaupt einen Esstisch da stellen werden und wir wollen da nicht ständig gegenlaufen, war es auch relativ schwer, sowas zu finden, was direkt unter der Decke sitzt und dann quasi so nach außen dann so geht. Also ich finde, das sieht total klasse aus, macht auch ein super schönes, gemütliches Licht und deswegen eine ganz tolle Geschichte. Dann gehen wir jetzt wieder zurück in die Küche und zwar habe ich einen neuen Toaster gekauft, weil der Toaster, den wir hatten, war echt nicht mehr schön. Der ist jetzt von Severin gewesen, war recht gut bewertet, deswegen habe ich den einfach mal auch mitbestellt. Dann habe ich auf Instagram, als mein Föhn kaputt gegangen ist, eine Umfrage gemacht, was ihr so empfehlen könnt und da haben ganz viele mir den Babyliss empfohlen. Der Babyliss Cold Keeper 2000 bla. Ich muss wirklich sagen, dass ich hier diesen Einzug etwas schwierig finde. Also ich muss wirklich aufpassen, dass weder meine Haare noch mein Bademantel an diesen Lufteinzugsgedönsen drankommen, denn den ich vorher hatte, der hatte das irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, ich finde den schön, der macht wirklich was her, also der sieht schön aus, der ist auch cool mit diesem Kabelversteckgedönsen, ne? Und ja, funktioniert halt auch super, dass er schnell die Haare trocknet. Aber ich finde das mit dem hinten ein bisschen schwierig. Naja, dann seht ihr hier tatsächlich, habe ich mir einen neuen Popsocket bestellt. Den habe ich ja einfach aufgrund von, es war der günstigste, der da im Shop verfügbar war, bestellt. Ja, finde ich praktisch. Den kannst du ausziehen. Du kannst hier diesen Nupsi abmachen. Das ist ganz cool. Jo. Dann habe ich Lätzchen bestellt für Julius. Die finde ich richtig, richtig gut. Also da haben mich auch schon viele darauf angesprochen, dass sie diese Lätzchen sehr hübsch finden und dass sie das cool finden, dass es nicht diese klassischen großen Schlabberlätzchen sind. Die hatte nämlich jetzt nicht zum Essen oder so an, sondern das sind die normalen Lätzchen, weil klar, jetzt gerade mit Zahn und so weiter, ne? Dann werden die auch gerne mal nass und das ist halt auch ein ganz toller Stoff, so mullmäßig, Frotti, keine Ahnung, also ich finde es super, ne? Ist so ein Zwischending zwischen einem Frotti-Handtuch und diesen Molton-Tüchern, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Jo, diese Hülle habe ich mir bestellt, die ist leider nicht so gut, weil man tatsächlich hier wirklich, also schnell, weiß nicht, ja, mein Handy ist generell nicht so optimal, aber hier an den Seiten, ne, das löst sich halt super schnell schon ab. Hier unten ist es halt auch nicht so wunderschön. Also, nee, also die ist leider nicht ganz so gut von der Qualität, wie ich mir das gehofft habe, aber sie war halt auch nicht so super teuer. Soda-Stream-Sirups bestellen wir auch immer wieder gerne nach. Ja, einfach weil das einfach ist, das dort zu bestellen und weil die bei unserem K&K auch ständig ausverkauft sind. So, dann kommen wir zu einer Tasche, die ich für die liebe Sarah Isabel zum Geburtstag bestellt habe. Die fand ich ganz hübsch, da sind halt Gänseblümchen drauf. Und ja, das ist halt so eine Umhängetasche, die du gleichzeitig als Handycase und als Portemonnaie verwenden kannst. Fand ich ganz praktisch. Dann habe ich... Also ihr habt schon mal bei mir gesehen, dass ich ja auch meinen Reutmi-Staubsauger vorgestellt habe und auch meinen, ist das nicht der Eve? Doch, das ist der Eve, ne? Reutmi Eve, bla. Und da habe ich jetzt Ersatzteile für nachbestellt, weil wir den echt im Regeneinsatz haben. Der fährt mindestens einmal täglich einfach bei uns durchs Erdgeschoss durch, ne? Und dann braucht man irgendwann auch mal Ersatzfilter und Ersatzstaubsaugbehälter, weil...
das geht dann ja quasi in seine Station immer wieder zurück und dann wird das da abgesaugt. Ab und an müssen wir dann aber auch zwischenzeitlich das mal entleeren. Entweder sagst du dem Ding, fahr nach Hause und entleer dich, oder man macht es halt eben manuell, ne? Weil Sammy ist echt, wenn er hart, also der hart sowieso die ganze Zeit, aber wenn der halt so seinen Fellwechsel hat, hardcore. Ja, finde ich aber sehr, sehr schön, den Staubsauger generell, und der ist halt, wie gesagt, immer noch bei uns in reger Anwendung. Dann habe ich auch von Kapschi tatsächlich einen Damen-Strickpullover bestellt. Den habe ich schon in grün mir vorher bestellt. Vielleicht kommt der noch, oder das war im letzten Jahr, das weiß ich nicht. Den habe ich mir jetzt aber nochmal in grau nachbestellt. Fand ich zum Stillen super, aber auch einfach total klasse zum Überwerfen. Einfach so, ne? Also jetzt ist es zu warm, aber... Wobei jetzt so, wenn abends kühler wird, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Dann habe ich hier auch wieder Schlafanzüge, die ich super finde, für Julius bestellt. Simple Joys nennt sich das. Das ist so toll. Der eine hat auf dem Hintern nämlich eine Schildkröte und der andere hat auf der Brust so ein Bärchen. Mega süß, total klasse. Die sind qualitativ auch richtig toll. Vor allem gefällt mir hier, ich meine, dass die das sind, dass du einen doppelseitigen Reißverschluss hast. Das heißt, du kannst ihn auch vom Fuß aufmachen. Ne? Das heißt, wenn ich nachts Julius wickel, dann muss ich nicht das ganze Ding ausziehen, sondern mache nur eben unten ein Zip, so bis hier ungefähr auf, und dann kann ich das halt, und dann kann ich wickeln. Total super. Dann habe ich hier von Aieve 2 Stück Dosierpumpe Gedönsen bestellt. Die sind super für die Solastream-Flaschen. Dann suppt das nicht alles so rum. Ich hatte das auch mal irgendwann in einem Vlog gezeigt. Und ja, die sind toll. Dann, die habe ich auch schon mehrfach nachbestellt tatsächlich, weil wir dann nicht nur zwei verschiedene Geschmäcker haben, sondern dann haben wir Eistee Zitrone, Eistee Pfirsich und Cola und Ginger Ale haben wir, glaube ich, auch. Ja, ne? Und das ist immer ganz praktisch. Dann habe ich auf Grundlage der Empfehlung von Nadine Corinne ausziehbare Backbleche bestellt. Ja, weil unsere waren halt hinüber und also durch die Wärme und so weiter verzogen wahrscheinlich auch und einfach nicht mehr schön. Und die habe ich dann nachbestellt. Die waren gut, die gefallen mir auch sehr, sehr gut. Hier neue Speicherkarten habe ich mir nachbestellt. Na toll, die ist jetzt gerade bei euch hier mit drin, ne? Ja, die ist hier gar nicht. Hier irgendwo? Ne? Also da ist die tatsächlich gerade, kann ich euch einblenden. Das ist jetzt kein krasses Bild. Ja, einfach Speicherkarten. Brauche ich. Ist wichtig. Dann habe ich mir bestellt, das könnte vielleicht für den einen oder anderen interessant sein, von Xemo oder sowas, keine Ahnung, so Perückenständer. Richtig cool. Und zwar habe ich, ja, ich bin ja eine Karnevalistin, Leute, ne? Ich habe Perücken und ihr seht es ja in dem Bild auch, dass ich da schon die ein oder andere Perücke oder den ein oder anderen Hut drauf packen konnte. Und jo, genau. Das habe ich auf jeden Fall bestellt, war ja auch im Karneval, dass ich das bestellt habe, weil ich gesehen habe, ich habe super viele von den Teilen, die müssen ja auch irgendwie mal schön aufbewahrt werden. Und ja, ist jetzt von der Qualität auch nicht so überragend oder so, ist halt Plastik, aber es funktioniert. Dann habe ich mir auch für Karneval selber, weil wir ja, da kommen wir gleich noch zu wahrscheinlich, ja. Wir sind ja Dia de los Muertos gegangen von den Mädels aus. Da habe ich mir zum einen bestellt diese Perücke und ja, die sah wirklich echt gut aus. Und als ich das mal irgendwann in der Story auf hatte, haben manche ernsthaft gedacht, ich hätte meine Haare gefärbt, und ich bin tatsächlich Karneval auch ziemlich gut undercover gewesen. Das war ganz schön. Ja, also eine schöne Perücke. Natürlich ist es kein Echthaar, ist klar. Deswegen ist die halt auch nicht so super teuer gewesen, aber ich mag sie gerne leiden. Des Weiteren habe ich, und das habe ich in ziemlich vielen Räumen jetzt mittlerweile aufgestellt, Mini-Digital-Thermometer, Hygrometer, also so ganz kleine Prömpel sind das nur. Finde ich aber sehr, sehr praktisch. Wobei mittlerweile muss ich sagen, das eine bei uns spinnt ein bisschen, denn das zeigt ständig irgendwelche wilden Sachen an, die einfach gar nicht stimmen können. Also im Prinzip springt es dann teilweise von 27 Grad auf 15 oder so, ne? Ganz crazy. Aber naja, das ist eins von vieren, denn ja, insgesamt vier Stück waren halt in dem Set drin. Ich mag die ganz gerne. Ich finde es immer ganz praktisch, weil wir haben gerade im Winter, wo ich die auch gekauft habe, eine sehr niedrige Luftfeuchtigkeit hier überall. Und ich wollte halt kontrollieren, dass wir das halt auch in allen Räumen vernünftig haben, ne? Also auch bei uns im Schlafzimmer und überall halt. Und dann im Wohnzimmer arbeiten wir zum Beispiel mit einem Raumbefeuchter, dass der halt dagegen anarbeitet. Dann habe ich hier einen Sack von der Markus Mühle Naturnah. Das ist noch dieses Futter, was Sammy aktuell im Aufbrauchmodus quasi hat, was jetzt gerade ausgeschlichen wird. Aber es hat ihm jahrelang sehr, sehr gut gefallen und auch sehr, sehr gut getan. Das ist ein ganz, ganz gutes Futter gewesen. Wie oft kann man irgendwelche Worte doppeln? Etwas größere Bröckchen sind das gewesen, aber ich muss wirklich sagen,
das ist ein gutes Futter gewesen. Also Sammy hat nicht alles Mögliche vertragen, weil er kam ja auch oder er kommt ursprünglich von der Straße. Ich kann euch hier übrigens auch das Buch Sammy endlich ankommen mal einblenden. Das ist die fiktive Vorgeschichte von den 2 Jahren, wo Sammy auf der Straße halt gelebt hat. Ne? Was ich mir so überlegt habe, könnt ihr gerne über den PDT Verlag bestellen. Link dazu in der Infobox. Genau, auf jeden Fall hat dadurch sein Magen manche Sachen nicht so gut verdauen können, also gerade so richtig proteinreiches Futter war anfangs für ihn nicht so gut, ne? Und dann haben wir irgendwann entdeckt, dass dieses Futter für ihn richtig gut ist, deswegen haben wir das immer wieder bestellt. Dann haben wir uns einen neuen Gefrierschrank gekauft, weil unser Alter halt echt, also Asbach war und wirklich ständig zugeeist ist. Und genau, dann haben wir uns den Exquisit-Gefrierschrank GS581 blablabla bestellt, ist in der Infobox verlinkt. Ja, den finde ich gut. Wirklich, das ist ein tolles Teil, kann man gut machen, ist empfehlenswert. Und den haben wir halt bei uns im Abstellraum stehen. Und dann habe ich so Zugluftstopper gekauft, das war eher so ein Schuss in den Ofen, weil du brauchst einfach unten unter der Tür viel mehr Platz, als dass die Dinger hergeben. Und deswegen hat das leider nicht dort funktioniert, wo ich die gebraucht hätte. Dann habe ich Da Vinci Reinigungsseife bestellt, die war nämlich zu dem Zeitpunkt im Angebot, da habe ich nämlich 6 Stück von bestellt. Läuft. Habe ich immer noch im Aufbrauchmodus. Eine ganz tolle Seife, die ich auch wirklich preis-leistungstechnisch extrem empfehlen kann. Also ich habe bislang noch keine Pinselseife gefunden, die so gut ist. Dann habe ich mir das Kostüm bestellt. Ja, Dia de los Muertos, so sah das Kostüm quasi aus. Ich weiß nicht, ob ihr sogar hier ein Bild sehen könnt von mir. Ja. Fand ich gut. Dann habe ich mir einen Stillpyjama bestellt. Den habe ich mir in einer sehr, sehr großen Größe bestellt. Und ich hatte den auch vorher schon mal bestellt. Das heißt, ich habe ihn zweimal da. Tatsächlich ist es aber so, dass mir da nur das Oberteil dann gepasst hat. Das Unterteil ist mir um viel zu viele Nummern zu groß gewesen. Aber das Oberteil liebe ich. Ja. Dann habe ich bestellt eine Schreibtischlampe, so ein Stillshirt, eigentlich nicht nur zum Stillen, sondern generell super geeignet, aber ich habe halt extra in dem Moment natürlich nach Stillmode gesucht. Wunderschöne Farbe, Qualität ist in Ordnung, ich habe das jetzt noch nicht super häufig gewaschen, also seit Januar habe ich das ja da, also wir sind schon im Januar. Ja, finde ich gut. Kann ich empfehlen, doch. Also auch von der Größe her, da habe ich euch auch, wie gesagt, eingeblendet, was es ist. Ne? Ja, Paketklebeband habe ich gekauft. Brauche ich halt immer wieder, weil ich halt viele Pakete packe und verschicke. Dann habe ich mir in 2 verschiedenen Farben so einen Langarmpulli geholt, der auf dem Amazon-Bild deutlich sexy-mäßiger aussieht, als wenn ich ihn anhabe. Denn wenn ich ihn anhabe, sehe ich wirklich eher aus wie so eine Mutti. Was ich jetzt auch nicht schlimm finde, das ist halt ein super schöner Chill-Pulli. Ne? Habe ich in so einem Fliederton und auch in so einem olivgrünen Ton. Ich mag den sehr, sehr gerne. Ja, stofftechnisch ist der okay. Ne? Also ich finde den, also im Winter fand ich den klasse, hat auch schön warm gehalten und war halt auch 1A zum Stillen. Und als letztes Produkt aus diesem Jahr habe ich hier eine Wanduhr für Julius Zimmer bestellt, die ich echt süß fand. So, das hier war jetzt mein Amazon-Haul. Ich dachte, es wäre mal einfach mal wieder an der Zeit, dass ich euch den mal so zeige, denn dass ich meinen letzten Amazon-Haul hochgeladen habe, ist ja schon Ewigkeiten her, ne? Das ist echt krass. Deswegen, here we are. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch hier gefallen und das Format in dieser Art und Weise hat euch auch gefallen. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich witzig, muss ich sagen, ne? Weil ich jetzt nicht den ganzen Kram hochschnüren und wieder runterschnüren musste, sondern euch das jetzt einfach mal zeigen konnte und so im Prinzip von den ersten 5 Monaten meine Einkäufe Revue passieren lassen konnte. Jo. Jo. Alle Links zu den Produkten findest du in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne mal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!